Also wissen Sie, ich bin, also meine Familie natürlich, ist vom Zweiten Weltkrieg betroffen. Hatte ich das Gefühl, das passiert wieder das Gleiche. Und das ist Wahnsinn. In unserer Welt, also 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die Menschen den anderen Menschen wieder das Gleiche machen, nach dem gleichen Muster. Ja? Also die Idee war, wir dürfen das nicht zulassen. Man muss alles machen, der Ukraine zu helfen. Ja? Also natürlich, der Staat muss sich verteidigen. Es geht nicht darum, dass der Frieden irgendwie geschlossen wird auf Kosten der Ukraine. Ja? Und Kinder, die leiden als Opfer so eigentlich, ja. Als ich früher vor dem Ukraine-Krieg diese polnischen Zeichnungen, also die Zeichnungen der polnischen Kinder, also in der Welt gezeigt habe, so, da wollten sie nicht glauben, dass diesen Schrecken überhaupt möglich war. Aber da wollte nicht also diese Tatsache wahrnehmen, dass die Kinder brutal ermordet wurden, dass Zivilisten, und erst, das ist sehr traurig, was ich jetzt sage, aber erst der Ukraine-Krieg zeigte, wozu eben Soldaten des Angreifers fähig sind. Das ist wirklich so passiert, wieder passiert. Die töten gnadenlos Zivilisten, Kinder, Frauen, ermorden auf so brutalsten Weise. Ja, мене звуть Антоніна Богачова, я практикуюча психолог, гештальт-терапевт. До війни я працювала у італійському благодійному фонді «Дон Калабрія Україна». І мій фонд опікувався дітьми, що залишилися без батьківського піклування або кризовими родинами. І діти найвразливіша частина населення, яке потерпає від бойових дій. Тому для мене, як для людини, як для українки, дуже важливо участь у таких заходах, оскільки вона висвітлює те, що робиться в Україні. І через оці малюнки дітей можна побачити те, що болить кожній мамі, кожній українці. Це дуже важливо. Дуже важливо побачити світ очима дитини.